Easy. Easy. Ich bin wieder auf dem Punkt da, Leute. Wie man es gewohnt ist. Zurück nach der Krippe in alter Stärke. Korrekt. Scheiße. Auf jeden Fall. In dieser Gruppe. In unserer Gruppe. Wurde halt immer ein bisschen hin und her geschnackt. Und ich meine, keine Ahnung, wenn man auf sowas keinen Bock hat, sollte man, finde ich, das sagen. Dann sagt man, hey, mir geht das auf den Sack, dass du, also ich sage ja, habe ja vorher angesprochen, die Irene ist da sehr offen, ja, das ist ja auch kein Geheimnis. Und ich fände es nur richtig, wenn man dann an der Stelle sagt, hey, mir geht das auf den Sack, dass du die Gruppe zuspammst oder was weiß ich, ja. Wenn man da halt ehrlich ist, ja, wenn man da auspackt, wenn man da sagt, du, hey, pass auf, hör zu, mag dich, ist alles gut, aber ich gehe jetzt aus der Gruppe raus, weil mich juckt es einfach nicht so. Ja? Dann finde ich, ist das definitiv die beste. Also wir gehen jetzt wirklich nur auf den Punkt ein, wo das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ich fahre definitiv damit, wenn mir das auf den Sack geht, entweder für den Freund, ignoriere ich das einfach und halte mich zurück. Oder ich bin ehrlich und sag, hey, pass auf, das stört mich, ja. Fahr dich doch da zurück oder wir finden da eine Lösung. Ja, so auf den, ja. Und es sollte auch im Normalfall überhaupt kein Problem sein, da eine Lösung zu finden. Nur, mit was ich jetzt da das Problem habe, dann hinterrücks rauszugehen. Also, was heißt rauszugehen? Hinterrücks dann, keine Ahnung, auf sämtlichen Plattformen den Kontakt zu löschen. Einfach so, ohne Ansage, ohne irgendwas. Weil wenn man sagt, so keine Ahnung, hey, pass auf, du, war jetzt alles schön und gut. Mir geht es halt ultra auf den Sack. Ich möchte jetzt keinen Kontakt mehr oder ich brauche eine Auszeit oder sonst irgendwas. Puff, ich bin raus. Und dann geht, okay, damit können wir alle. Und wer damit nicht kann, sorry, dein Scheißproblem, ja. Nur was jetzt wirklich diese Sache, dieses Ding zum Überlaufen gebracht hat, war, dass der Kontakt zwischen Irene und der Gegenseite, von der Gegenseite, auf sämtlichen Social Media Plattformen gleichzeitig stattgefunden hat. Ich meine, damit habe ich jetzt noch nicht das ultimative Problem, ja, weil mich geht's in der Situation erstmal nichts an, weil es mich ja auch nicht betrifft und ich mische mich halt ungern in Sachen ein, wo mich nichts angeht. Nur dann kommt halt die Frechheit und ab da ist es auch mit meinem Problem. Verzeihung. Wenn man dann noch rotzfrech rangeht und dann noch felsenfest behauptet, das war aus Versehen. Mit der Geschichte habe ich dann ein Problem. Und dann tut mir das weh, weil ich einfach in dem Moment realisiere, was für ein falsches Stück Scheiße du eigentlich bist. Ja? Und dann habe ich damit nicht mehr. Und dann bin ich da raus. Und dann habe ich damit nicht mehr. Yo, hey, was ist denn hier los? Hallo? Riku, mach mal hier den aktiven bitte. Riku, komm, Attacke. Riku? Riku. Dankeschön. Easy. So, und damit habe ich dann ein Problem, Leute. Okay, das sind unsere drei Gefährten von Final Fantasy X. Boah, Schmelzklinge, weil man heftiger Angriff. 284, easy. Versteht ihr, was ich meine? Und damit. Ich bin garantiert kein Mensch, wo keine Fehler verzeiht, um Gottes Willen. Ich habe selber schon in meinem Leben so viele, so verdammt viele Fehler gemacht. Um Gottes Willen, ich müsste eigentlich komplett mein Maul halten. Aber es kommt einfach der Tag, da wird man erwachsen. Und da wird man, ich mach's jetzt mal vorsichtig, gescheit. Da wird man erwachsen, da fängt man irgendwann an, richtig im Kopf zu ticken. So dumm jetzt gesagt.
Aber in der Situation, ich habe es erst ultra gar nicht verstanden. Ich habe erst gemeint, ich verstehe es. Ah, du dumme Sau. Dankeschön. Ich habe erst gedacht, ich verstehe es. Dann ist mir klar geworden, ich verstehe es nicht. Hey, komm. Danke. Und da wurde es mir klar. Ich habe halt wieder denselben Fehler gemacht. Ich habe wieder einem Mensch vertraut, wo einfach nur Abschaum ist. Auf zwischenmenschlicher Ebene gesehen. Der Rest. Alles gut. Da möchte ich natürlich jetzt nichts über eine Person sagen, wo ich dann doch am Ende des Tages nicht weiß. Aber zwischenmenschlich gesehen, Dreck. Abschaum. Weil so hinterrücks einem auf Social Media einfach sämtliche Freundschaften da einfach zu kündigen, so, ist halt das eine. Aber dann halt wirklich auch noch hinstehen und sagen, das war aus Versehen. Das ist halt einfach Frechheit, sein Urgroßvater. Und dann bin ich da raus. Und natürlich hast du recht, wenn du jetzt sagst, ja, aber dich betrifft es ja immer noch nicht. Ja, kannst du natürlich recht haben. Aber mit solchen Menschen, auch wenn sie das jemand anderem antun, verletzt es trotzdem mich mit, weil ich eigentlich nicht das von der Person erwartet habe. Und dann ist es einfach so ein, keine Ahnung, es zeigt einfach, dass Menschen, dass es doch immer wieder vorkommt, dass Menschen, man kann dumm sagen, es ist wie in einer Beziehung, ja. Du hast so gefühlt das erste halbe Jahr, hast du die rosarote Brille-Phase, kannst du jetzt so wirklich so sagen, ja. Weil tatsächlich so in ungefähr hat es auch gedauert, bis man rauskam. Ja. Da kannst du wirklich sagen, das ist so die Richtformel hier. So ein halbes Jahr und dann zeigen die Leute ihr wahres Gesicht. Und ich bin tatsächlich froh, dass ich dein wahres Gesicht jetzt gesehen habe. Denn so wird mir klar, dass ich, weil ich bin immer so ein Mensch, und ich weiß nicht, ob es dir da draußen genauso geht. Ich spreche ja hier das nicht mit dir. Also mit der Person, mit der es sich dreht, sondern mit dir als Zuschauer. Ich bin wieder in meinem Wortspiel drin. Also ganz klar. Und voll den Faden verloren. Perfekt. Scheiße. Oh mein Gott. Ich habe echt komplette Faden verloren. Lol. Einfach geil. Ich hoffe, mir fällt es irgendwie gleich wieder ein. Scheiße. Oh Mann. Oh, ich sehe gerade, wir müssen schon in der zweiten Folge sein. Interessant. Ja, also auf jeden Fall nochmal hier zum Spiel. Ja, vielleicht fällt es mir noch ein. Es ist ja auch jetzt irgendwann genug. Weil es ist schon viel zu viel Aufmerksamkeit, die Person schon bekommen hat von mir. Es reicht jetzt auch. Das reicht jetzt auch. Ja. Noch abschließen, wirklich, wirklich abschließen. Ich will auch nicht, dass es mir wieder einfällt, weil dann rege ich mich nur wieder auf. Abschließen zu dem Thema. Thank you. Du, nicht du Zuschauer, sondern du, Stück Scheiße, von dem, wo ich gedacht habe, du wärst gescheit. Verpiss dich. Ich hoffe, du fliegst auf die Fresse. Wie gesagt, nicht, dass es dir irgendwie wehtut oder dass du Schaden nimmst, sondern dass du es einfach lernst. Also, damit hätten wir es. Und jetzt kämpfen wir gegen Anima. Und das wird heftig. Und gegen das Trio war es gerade schon ziemlich uncool, weil das eine Bienenmonster, möchte ich jetzt mal sagen, mit seinem Mehrfachstachelangriff, ja, das war schon heftig. Und ich habe auf jeden Fall keinen Bock, von Anima die Ult zu kriegen. Von Anima eine Ult kriegen wäre super eklig. Aber hier sehen wir halt nochmal, wir kämpfen nochmal gegen unsere Begleiter quasi. Unsere Begleiter aus dem letzten Teil. Und das macht es halt auf emotionaler Ebene schon wieder
auf jeden Fall interessanter, weil hier wir bekämpfen uns jetzt quasi selber die ganze Zeit. Was höchst spannend ist tatsächlich. Oh, Weltschmerz. Ah, okay, die Attacke, die war nicht so geil. Obwohl, ein bisschen ehrlich, in Final Fantasy 10 war jede Attacke von Anima einfach der Hammer. Also, uiuiui. Ja, wir gucken aber, dass wir uns da immer gegenheilen. Das einzige Gute, was ich halt aus der Situation mitnehmen konnte, ist halt einfach diese Auto-Win-Strategie. Also, na gut. Oh mein Gott. Ich höre halt wieder nicht auf, über das Thema zu reden. Weil es mich einfach so anpisst. Es pisst mich halt einfach an. Nein, ich bin nicht der Mensch, wo das so für sich behält. Aber in dem Fall möchte ich halt einfach auch erklären, was das liegt, dass wir jetzt hier allein sind. Das ist ja auch hoffentlich irgendwo verständlich. Oh, was gibt's noch so zu reden? Also ich möchte sagen, der zweite Kanal ist komplett anders, die Situation. Die Situation mit dem zweiten Kanal ist komplett anders. Ich habe mir zwar echt viel gedacht, aber dass da gleich so eine Einsendungswelle kommt und auch dann gleich so eine Feedbackwelle kommt, zeigt halt echt mal wieder auf, dass es, also jetzt aus meiner Sicht natürlich nur, zwei Bereiche auf YouTube. Natürlich gibt es mehr, gibt es definitiv mehr, ganz klar. Aber für mich aus meiner Sicht gibt es momentan zwei Bereiche. Einmal den Bereich Gaming und einmal den Bereich Recht. Also so, aus meinem Error, oh nein, Chaos, oh nein. Oh nein, das ist die Ult, oh Gott. Oh Gott. Und der zweite Kanal, der wusste ich ja wirklich überhaupt dann gar nichts mehr mit Gaming zu tun hat. Was der für eine Aufmerksamkeit in der kurzen Zeit bekommen hat, nur weil es nicht um Gaming geht, das ist echt krass. Naja, so viel macht das ja jetzt nicht. Aber wohl der letzte Hit. Was macht der letzte Hit? Ah ja. Gut, ich will den jetzt keine zwei, drei Mal in Folge abkriegen, aber so an sich easy. Also haben wir gut überlebt, tatsächlich. Haben wir sogar echt sehr gut überlebt. Ja, und jetzt, also ich habe jetzt auf Bella ihr Windlichter Video reagiert. Und ich sage ganz ehrlich, so die erste Folge, damals noch mit den Paymedics, die erste Fortnite-Folge, hat nach den jetzt fast anderthalb Jahren einfach genauso viele Aufrufe. Und man bedenke, es ist Fortnite, also auf jeden Fall viel gefragter im Bereich Gaming als das meiste andere, gegen ein React-Video. Und ich meine, ich bin, wie gesagt, kein guter Cutter und auch kein guter Editierer. Ich mache es halt wie immer noch aus demselben Prinzip, weil es mir Spaß macht so. Und es ist bei weitem kein geiles Video. Gut, ich habe mir halt ungefähr überlegt, was soll drin sein, wie will ich es machen. Ich habe es mir schon grob durchgedacht, ja. Aber es ist jetzt garantiert kein krasses Trendvideo, auf keinen Fall. Ja? Bei Welten, bei weitem, ja. Aber es hat halt einfach in anderthalb Wochen genauso viel wie das Fortnite, wie mein erstes Fortnite-Video nach anderthalb Jahren, und denke ich mir halt easy. It's all right. Forgive us. Das ist phänomenal. Es ist einfach krass. Please, tell me, what is he? Shuyin? Ah, jetzt wird hier noch ein bisschen Storytelling betrieben. It may look like him, but the real Shuyin died long ago. Even after a thousand years, his hate and misery linger on. His feelings grew so strong they began to act on their own. Eventually, they became a shadow, a shade that wants only to vanish, but cannot. Just a shadow. I can handle a shadow. Are you sure? Yes, leave it to me. I'll banish shadow with light. Light? Lens feelings.
That's right. Call it love. Und jetzt sind wir wieder an der Szenerie angekommen. Jo, daran erinnere ich mich auch. Von damals noch. Ich weiß noch nicht, ob das nochmal irrelevant wird, dass wir da... Ob das nochmal relevant wird, wo wir da X gespammt haben. Oder ob ich das jetzt halt schon verkackt habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier jetzt noch eine kleine Unterredung. Because the boss never goes against Lord Nuge's wishes. Die hören wir uns einfach mal an. You found him? As we was heading in, we found a sphere addressed to the boss. He said, don't follow me. Turn back now and wait for my return. Actually doing what you're told? How novel. What can I say? One look at Nuji Wuji's dashing visage on that spear and I was, oh, charmed. Die Alte macht mich komplett fertig. How could I say no to such a cutesy-wootsy face? What if he... Don't worry. If he knows you're waiting, he has a reason to come home. And wait, I shall. We'll tell him that you're waiting like a good girl. You do that, love. And don't forget to stress, good girl. Jo. Jetzt müssen wir höchstwahrscheinlich da rein. Aber wir haben noch einen Speichersphäroid. Das speichern wir auch noch ganz kurz, Leute. Easy. Und so wie es für mich den Einschein macht, sind wir hier, glaub, aha. Was können wir mit ihr noch quatschen? Können wir dir was abkaufen? Lul. Also, ich weiß es natürlich nicht mehr, aber ich denke doch, dass das hier, jawohl, easy, der Endfight jetzt ist. Ich möchte eigentlich noch über... hier müssen wir uns auch nochmal durchcatchen. Alles klar. Ja, doch. Okay. Doch, ich erinnere mich. Das passt. Wir müssen hier auch nochmal durchlatschen. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall easy nochmal eine Folge. So. Was haben wir denn hier nochmal? Oh, sag mir bitte kein Quicktime-Event und so. Ich glaube, ich wüsste halt nicht welche. Auch bitte jetzt nicht. Okay, G, E-Sternchen, D-Sternchen. Alles klar. Das für ein Ding. Oh, den kennen wir doch auch noch. Au, der macht die 300er Hits. Eieiei. Easy. Ekelig. Alter, oh Gott, der macht ja richtig Schaden. Oh, das wird interessant jetzt. Das? Nee. Das war's von Rufu. Eieieiei, okay. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da ganz schnell die Phönixfeder drauf kriegen. Die Omega Weapon, ja, den kennen wir noch. This had better be worth it. Unikat, Mega Potion und raus da. Gut gemacht. Hoffen wir, dass das durchgeht.
Ja, Pain ist unser Super Tank, da passt sowieso alles. Ja, mit der Mega Potion sind wir jetzt wieder drin im Spiel. Easy. Und Riku kriegt sofort. Also Riku ist so ein bisschen zur Schwachstelle, aber klar, als Heiler. Bist du nicht unbedingt tanky, das war noch nie so. Jetzt hör doch auf, zweimal den Folger zu greifen, du Arschloch. Das reicht jetzt. Here comes my trump card. Ja, oh Gott. Okay, okay, okay. So, direkt nochmal. Oh nee. Nicht aufladen, du Arsch. Oh. Eieieiei. Au, 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 au. Was? Na ja, gut, es hat Pain abbekommen, das hat jetzt nicht so viel ausgemacht. Ah, ja, wahrscheinlich. Okay. Okay, gut gemacht, direkt nochmal rein. So, perfekt, easy. So, Riku, wieder Unikat, Mega Potion rein. So, Pain darf ruhig ein bisschen was abfangen. Na, komm, aber jetzt hier noch, komm, also Riku, komm, mach jetzt hier noch mal kurz den Mega Potion Move. Dankeschön. Der war tatsächlich ganz wichtig. Die Verbannung. Oh Gott. Ja. Oh. Das ging eigentlich. Das ging tatsächlich. Jetzt war's das doch, oder? Nein, immer noch nicht, oder? Doch. Doch, das war's. Puh. Easy. Komplett einfach.